Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Temperatur der Erde. Diese Frage ist eigentlich aufgekommen bei mir im Unterricht durch die Diskussion mit Schülern. Und zwar war eigentlich das Thema Energie und die Quizfrage ist, was bekommen wir eigentlich von der Sonne? Und das Erste, was man natürlich so intuitiv sagen würde, ist Energie. Schließlich haben wir zum Beispiel Solaranlagen, die diese Energie auffangen. Und ja, das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, es gibt auch die Energieerhaltung. Und wenn wir jetzt von der Sonne Energie bekommen und die sozusagen auffangen, dann müsste doch die Energie auf der Erde immer mehr werden. Und irgendwie haben wir dann unendlich viel Energie hier? Irgendwas stimmt da nicht. Und genau das möchte ich hier in diesem Video mal so ein bisschen beleuchten. Dazu machen wir erstmal eine einfache Annahme. Wir gucken uns die ganze Geschichte ohne den Treibhauseffekt an. Also ganz einfach, es ist eine simple Kugel, die Erde ist als simple Kugel, die jetzt um die Sonne sich bewegt und von der Sonne angeschieden wird. Dann passieren im Prinzip genau zwei Sachen, die interessant sind. Das erste ist, es wird Strahlung und damit natürlich auch Energie absorbiert, also sprich aufgenommen. Andererseits wird sich früher oder später ein Temperaturgleichgewicht einstellen. Das heißt, wenn mehr sozusagen auf der Erde vorhanden ist, wird entsprechend in Form von Strahlung wieder abgegeben, sodass sich sozusagen auf der Erde ein Gleichgewicht aus. Wir nehmen auf, absorbieren und wir geben, also Emissionen sagt man dazu, geben wieder ab. Und das habe ich spaßeshalber einfach mal, die Formeln kann man ja nachgucken, mal ausgerechnet. Und man kann die Temperatur tatsächlich abschätzen. Ich habe hier die Absorption, hier steht die Formel für die Emission, hier steht die Formel. Die kann man miteinander sozusagen verbinden, weil Absorption soll ja gleich Emission sein. Und ja, dann bekomme ich meine Formel. Hier habe ich auch beschrieben, was die Buchstaben bedeuten. Also S ist die Solarkonstante, also die Energiemenge, die von der Sonne pro Sekunde pro Quadratmeter auf die Erdoberfläche trifft. A ist sozusagen der Anteil der Sonnenstrahlung, die von der Erdoberfläche reflektiert wird. Das muss man wieder abziehen. Und im Prinzip hier habe ich noch die Stefan-Boltzmann-Konstante. So, das kann man jetzt dann alles nachschlagen und einsetzen und dann kommt da auch was raus. Und zwar, genau gesagt, minus 18,6 Grad Celsius. Das ist jetzt verglichen dazu, dass es im Weltall noch viel, viel kälter ist, eigentlich schon recht kuschelig. Aber minus 18 Grad ist dann doch recht kalt. Und dafür haben wir jetzt auch den Treibhauseffekt. Der ist nicht nur schlecht, also das sorgt ja auch dafür, dass es auf der Erde recht angenehm ist. Aber wie gesagt, den wollten wir ja eigentlich nicht betrachten. Das Entscheidende ist jetzt, wenn wir jetzt genauso viel aufnehmen, wie wir wieder abgeben, was bekommen wir dann von der Sonne oder was verwenden wir da? Und das ist halt so ein bisschen das Problem, so ein Verständnisproblem mit der Energie.
Für viele ist Energie etwas, was man verbraucht. Aber das ist eben falsch. Energie ist eine Erhaltungsgröße. Das heißt, die Menge an Energie ist immer gleich. Man kann Energie nicht verbrauchen. Also, was passiert? Machen wir es mal an einem Beispiel. Wir haben das Solarpanel, was jetzt sozusagen Energie auffängt, und die wird ja da drin erstmal nur umgewandelt. Und zwar eine elektrische Energie. Bei der Umwandlung geht auch schon ein bisschen verloren, wobei die ist nicht weg, sondern letztendlich endet das als Wärme. Dann meinetwegen betreibe ich damit ein Wasserkocher. Dieser Wasserkocher macht mir mein Wasser warm. Was ist da drin passiert? Also ich habe jetzt elektrische Energie, die wird jetzt in Wärme umgewandelt. Und dann habe ich mein warmes Wasser. Und das wird irgendwann im Laufe der Zeit kälter. Das heißt, die Wärme wird an die Umgebung abgegeben. Und das ist halt genau diese Geschichte. Die Energie wird umgewandelt, im Wesentlichen endet sie als Wärme. Was ist jetzt das Problem dabei? Naja, in Form von elektrischer Energie ist Energie sehr wertvoll. Ich kann sie nutzen, in andere Energieformen umwandeln, Motoren damit betreiben und damit natürlich auch wieder in kinetische Energie umwandeln oder wie auch immer. Das Problem ist jetzt nur, auch diese ganze Energie endet irgendwie dann als Wärme. Und Wärme, die kann ich eigentlich nur dann verwenden, wenn ich, sagen wir mal, ein kälteres Reservoir und ein warmes Reservoir, praktisch einen großen Temperaturunterschied habe. Und diesen Temperaturunterschied, den kann ich wieder in Energie umwandeln. Energie, die aber jetzt sozusagen Umgebungswärme, die kann ich nicht ohne weiteres wieder in Energie umwandeln. Diese Energie kann ich nicht mehr nutzen. Das heißt, es gibt sozusagen zwei Formen von Energie. Einmal die, die für mich relativ einfach nutzbar ist, und die, die halt in Form von Umgebungswärme nicht mehr für mich zur Nutzung zur Verfügung steht. Das heißt, die Energie ist sozusagen nicht, ja, nicht weniger geworden, sie ist nur in einer anderen Form. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es trotzdem irgendetwas, was wir verbrauchen? Und was man natürlich anführen könnte, aber das will ich jetzt hier nur so kurz mal anreißen, weil das den Rahmen sprengen würde, wäre Entropie. Das ist praktisch ein Maß für die Unordnung. Und wenn ich zum Beispiel diese Wärmeenergie, also die Umgebungswärme, das ist praktisch ein höheres Maß an Entropie. Und das ist das letztendlich, was wir sozusagen verändern. Und wir geben sozusagen oder wir bekommen Energie mit geringerer Entropie auf die Erde und geben sozusagen Energie mit größerer Entropie wieder ab, um das mal so ganz grob anzureißen. Wie gesagt, Entropie ist ein eigenes riesiges Thema, was ich hier nicht anreißen möchte, aber so ganz grob, wie gesagt, die Energie, die wir von der Sonne bekommen, geben wir auch wieder ab. Also wir verbrauchen die nicht, wir machen die auch nicht weniger. Das ist eben Energieerhaltung.